Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon und wir machen weiter. Wir werden jetzt auf zur... Ich habe wieder die falsche Karte offen. Die falsche Karte. Ich meinte, hier im Nebelkontinent wollten wir jetzt im gefrorenen Berg gehen, genau. Da haben wir noch zwei Jobs offen. Gehen wir gleich mal hin. Aber Moment. Sieht's mit Belema-Samen aus? Geht eigentlich klar gerade. Ja, gut, dann auf zum gefrorenen Berg. Okay. Ach. Egal, komm. Gefrorener Berg. Sind dafür schöne Jobs? Wir sollen bis zur letzten Ebene vordringen. Expedition also. Und wir sollen Potrott retten. Okay. Extrem schwer. Sollen wir mit unserem Spezialtrupp gehen? Wobei, wenn jetzt der Spezialtrupp da ist, dann können wir mal zur Abwechslung... Oh, Mauszeiger, sorry. Zum Herzsee gehen. Das war ein Graskontinent, ne? Wenn mich das nicht ganz täuscht. Genau. Treffen. Und dann eben 29. Genau, da gehen wir mit unserem Spezialtrupp hin. Zum Herzsee. Zu Vesprit. Interessante Musik wieder. Hatte ich auch noch nie. Und wir müssen bis in Ebene 29 vordringen jetzt. Das wird ein Spaß. Das ist keine Lust, gegen diesen Haitarai zu kämpfen, ehrlich gesagt. Wie stark sind denn die hier? Das sieht nicht gut aus. So stark sind sie auf jeden Fall. Also hier müssen wir echt kämpfen. Gott, oh Gott. Das für ein Dungeon. Dennoch bis 29. Na, herzlichen Glückwunsch.
Gott, oh Gott. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir halt wirklich gucken, dass wir einen anderen Job kriegen. Weil das ist dann schon eine Nummer zu viel, ne? Naja, mal gucken. Ich würde gerne jetzt hier noch ein paar Sipale finden, ehrlich gesagt. Gott, ist das verzweigt hier. War Prevenge? Hä? Okay. Okay, mit Combo-Attacken geht das. So. Okay. Hä? Oh, warte. Das ist doch hier irgendwie. Das war doch schon ein Troll. Konvulsionsschutz, okay. Oh, hier ist auch noch was. Das kann man ja auch halt wissen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. So. Paralyseschutz. Naja. Da haben wir schon den ersten Tod. Sorry.
So. Und Singlezweig. Alter. Einen großen Apfel. Das war auch ein Griff ins Klo, aber Moment, jetzt habe ich gerade was übersehen. Was haben wir denn da oben? Aus seinem Kamerupt. Fokusringe brauchen wir jetzt nicht. Alter, es ist wirklich ekelhaft verzwickt. Reduz-Orb. Alter. Steine. Okay. Sind ziemlich weit schon. Holy. Moment. Nochmal so. Weiter, 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 weiter. Annullier-Orb. Reduzier-Orb. Brauchen wir nicht. Zweig meinte ich. So, jetzt läuft es ein bisschen besser. Bis jetzt. Was ist das denn? Trainingsschalter. Okay. Donnerzahn, Orkan.
Simsalam müssen wir echt ein paar Attacken herbeibringen. Das geht so nicht. Alter. Durchatme. Stecken wir mal auf. Warp Revanche. Bitte auch. Unter Ebene 6. Okay. Stimmt, wie zwei können wir ja fliegen, aber Simsala leider nicht. Paralyseschutz. Klimaringe brauchen wir auch nicht. Pürsefringe, Schadensrevanche. Wo ist die Treppe? Ist wichtiger erstmal. Was ist ein Talisman? Wirkt ein Effekt, dass die Pale verschwinden lässt, ist dieser Sipal davon als erste betroffen. Oh, okay. Top-Heilung. Einsatz von Attackenfähigkeiten oder Attempts, die KP wiederherstellen, bis dann viele. Achso, das ist der Träger, mal. Bitte mal. Okay. Okay, naja, gut. Nee. Da, Weitsichtigkeit. Top Elixier. Unter Ebene 8. Vortreten nochmal gewesen. Ach so. An sich ist die Musik ja eigentlich ganz cool, ne? So, endlich Ruhe. Ist das ein Shiny Neko? Nee, eine Koro? Das sieht so aus, ne? Aber scheint nicht so.
Halt, was ist hier? Eine Sinelbeere auf jeden Fall mitnehmen. Und der Ebene 9. 20 haben wir auch noch vor uns. Schadensrevanche, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Halt, den können wir doch so erledigt jetzt, oder? Ja. Dachte ich mir. Simsala. So. Okay. Okay, hier waren wir komplett falsch. Simsala braucht man Elixier. Windhose, Konversion. Radar Orb, okay. Und der Ebene 10. Verbotsam, Wechselzweig, brauchen wir nicht. Weiter. Da mal da. Attackentraining. Moment. Bewirkt als Trainingsschmuck, dass Attacken des Trainer schneller aufsteigen. Die Wirkung wird nicht größer, wenn mehrere gleich. Okay.
So. Weiter, weiter, weiter. Wir haben noch viel vor uns. Wir können auch den Part splitten, würde ich sagen. Das wird heute noch länger dauern, denke ich mal. Raumdetektor. Wechsel der Ebene über das Vorhandensein eines LANs oder Monsterraum informiert wird. Könnte man einsetzen. Top. Erstmal ein Top-Elixier für Dragoran. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Simsala braucht eine Top-Genesung und einen Apfel. Brauchen wir auch noch mal einen. So. Dragoran braucht auch noch mal. Hier ist die Treppe. Okay. So. Und Ebene 13. Wirbelwind. Was ist denn Wirbelwind? Wo waren das? Kühlersamen, nee. Aber hier ist die Treppe. Okay. Haben wir das zufällig aufgehoben jetzt gerade? Weitsichtigkeit braucht keine Sau. Doch, Wirbelwind haben wir hier. Das ist der Wald gewirbelt, wenn er durch ein Gräben ist mit Arschern. Hoho! Das ist eigentlich ganz geil, ne? Ein A-Angriff, 10 Felder weit weggeschleudert.
Bürsefringe, Paralyseschutz. So. Nein. Gut. Ups, ups, ups. Wie viel Belebersamen haben wir denn eigentlich noch? 6 Stück. Wir müssen aufpassen. Nee, hier ist nichts. Tja. Ist halt so, wenn man sich es mit mir anlegt. Feuerzahn, Donnerschlag, gut, mal wechseln. So. Ah, die kommen aber auch auf den letzten Ecken hier. So, und eben eine 15. Hier befindet sich ein Laden, okay. Mann, 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 Mann. Da ist der Laden. Top-Elixier, Apfel, Top-Elixier, Bruchzweig. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay. Schadensrevanche für Dragoran. Und hier haben wir die Treppe. Oh Gott. Das kann ja noch heiter werden. Ja, bisher läuft's.
Oh. Was ist denn jetzt hier los? Hä? Das hatte ich jetzt ja noch nie gehabt. Lol. Noch eine Treppe. Nee. Hier befindet sich ein Laden. Da haben wir einen Goldbarren. Moment. Ha! Okay. Na, ob wir das noch in diesem Part hinkriegen? Ich glaube. Hätte ich nicht gedacht. Aber umso besser. Moment. Moment, Moment, Moment. Tausch. So, 6 Ebenen noch. Wollt ihr das noch hinkriegen? Ich denke. Trago mal was zu essen geben. Ist schon ganz gut, dass wir mit dem Spezialtrupp hier hingegangen sind. So, werden wir uns erstmal kurz auffrischen, würde ich sagen. Hier ist noch alles super. Da brauchen wir nur ein Elixier, würde ich sagen. So. Ich werde aber mal gucken. Nicht, dass die Treppe hier ist. Schade. Okay. 24. Donnerschlag, Konvulsionskraft. Ach, ich bin doof. Ich hab gerade die ganze Zeit auf Bruder Lander geschaut. Ein Richtungszweig. Das ist sehr gut.
Oh. Ganz in unserer Nähe. Alter. So, 4 Ebenen noch. Okay. Schutz plus, brauchen wir nicht. Sechsundzwanzig. Na gut. Und der Ebene 27. Oh Gott. Mal anders. So. Jetzt nicht drauf gehen, das wäre jetzt doof. Und so. Ja, jetzt sind die Belebersamen weg. Jetzt sind die Belebersamen weg. Aber wir haben nur Gott sei Dank ein Team Beleber ob. So. Eventuell die letzte Ebene hier. Okay. Auf dieser Ebene scheint sich jemand aufzuhalten. Du bist dem legendären Pokémon Vesprit begegnet. Jo! Willkommen, du hast sicher einen weiten Weg hinter dir. Ich bin Vesprit. Man nennt mich auch das fühlende Wesen. Ich finde es schön, Gefühle des Glücks und der Trauer gemeinsam mit anderen zu erleben. Okay. Ah. 360 Punkte. Jede Erkenntnis entdeckt.
Laubweg entdeckt. So, 720 Punkte. Ja. Das war ja ein Abenteuer heute, wa? Es gibt bestimmt neue Jobs. Schauen wir mal. So. Hier unten. Ziel Erkenntnis unter Ebene 30. Wie soll ein Selfie treffen? Ach du Scheiße, im Nebelkontinent. Und hier. Reptile. Windkontinent, Bärenwald. Wir sollen gemeinsam zu Celebi gehen. Oh, Alter, hier die Alger. Yo! Gut, das war's mit diesem Part bei Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao!